Offenbach mag ich aber schon sehr, sehr gerne, auch wenn er verdammt schwer ist zu inszenieren. Für unsere deutschen Ohren und österreichischen Ohren, deutschsprachigen Ohren, ist der schon relativ weit gespannt zwischen absolut albernem Nonsens und ganz echten Gefühlen. Das sind wir gar nicht so gewöhnt, wir können das nicht so gut einordnen. Die Handlung ist schon ein ganz klein bisschen abstrus, aber sehr, sehr komisch und ich mag sie sehr. Vor allem ist es aber erstmal eine Selbstermächtigung, wie in jeder Operette einer Frau. Die Großherzogin von Gerolstein ist eben die Großherzogin und befehligt ein kleines Land und ein kleines Heer, das liebt sie sehr. Und sie gönnt sich ihre Soldaten vor allen Dingen, weil sie so flott in der Uniform findet. Das hört sich erstmal ein bisschen platt an, ist aber natürlich in der Entstehungszeit eine unglaubliche Anmaßung. Eine Frau, die regieren darf und sich die Männer so nimmt, wie sie sie gerne hätte. Das war einst damals das Skandalon mit der Hauptdarstellerin, der Hortense Schneider, in der Rolle. Und das zweite ist, die Großherzogin ist auch eine bitterböse Satire eigentlich auf die Kleinstaaterei und auf den erwachenden Nationalismus des 19. Jahrhunderts. Und wo dauernd Krieg geführt werden wollte und man sich selbst ganz wichtig nahm und den Nachbarn eben ein bisschen gerne unterkriegen wollte. Das ist der Duktus, das hat wirklich schon fast vom Nonsenscharakter Monty Python Qualitäten, aber es ist wirklich für die damalige Zeit ein sensationell modernes und abstruses Werk, deswegen ist der Inhalt ein ganz klein bisschen schwer zu erklären, aber in unserer Inszenierung, glaube ich, wird das ziemlich gut klar. Ich finde bei Operette immer ziemlich wichtig, klarzumachen, was das für ein Knalleffekt damals war bei der Uraufführung. Sonst begreift man es häufig heute nicht mehr, was die Leute so gerissen hat. Und deswegen führen wir diesmal wirklich die Leute in das Entstehungsjahr. Wir sind bei der Uraufführung dabei und vor allen Dingen in das schillernde Leben der Hauptdarstellerin, der Hortense Schneider. Und wir haben deswegen versucht, diese Rahmenhandlung, wir sehen so ein bisschen während der Produktion hinter die Bühne, wo Hortense Schneider mit Offenbach darüber streitet, wer dieses Stück eigentlich geschrieben hat. Monsieur! Darf ich die Herren daran erinnern, dass wir hier über den Star dieser Produktion sprechen? Den Star! Der theatralische Instinkt von Demoiselle Schneider hat sich oft genug bewiesen. Ich bin ja selber Autor und ich glaube ziemlich sicher, die Darsteller machen so viel bei einer Uraufführung aus und man hört jetzt nur noch, Offenbach hat das komponiert, aber die Hortense steht da und sagt, ohne mich hätte es dieses Stück nie gegeben und ich bin ziemlich sicher, dass das auch der Wahrheit entspricht und davon kriegt man an unserem Abend einen kleinen Eindruck. Ja.
Also wie damals in Paris, wegen der Großherzogin von Gerolstein. Und da müssen die kommen, weil das ist Anna Brull. Mit der habe ich schon einmal gearbeitet vor 2 Jahren. Ich finde die sensationell witzig. Und jetzt in dieser Rolle ist sie auch wirklich, glaube ich, nochmal eine ganz neue Entdeckung. Die ist schon seit 10 Jahren im Hause. Aber die ist sensationell. Aber auch ansonsten ist das ganze Ensemble ja hier im Haus immer ziemlich handverlesen und diesmal sehr, sehr komisch zu erleben. In auch, sag ich, tollen Bühnenbildern. Also wir gehen wirklich in Paris 1860, kann man sich mal angucken. Und die Kostüme sind auch schon ganz schön frech.